Hallihallo und herzlich willkommen, liebe Panzerfahrgemeinde. Ich bin wieder zurück mit einer weiteren guten Runde. Jetzt auf dem STA-2, der Stufe 8 Medium-Panzer der Japaner. Ich tue mich mit dem eigentlich ein bisschen schwer und habe mit dem nicht so tolle Runden, weil er einfach, sobald er irgendwo auftaucht, ein ziemliches Papierding ist. Und deswegen spiele ich den absolut als Sniper diese Runde. Unterstützungspanzer. Ich habe mir gedacht, wir haben nicht so viele Panzerjäger, um genau zu sein, drei. Und habe mir gedacht, ich kann dann die Seite hier die Panzerjägerrolle ein bisschen übernehmen. Weil eine gute Gun Depression habe ich und dann kann ich mich hier so ein bisschen hinstellen, falls sie hier rumdrücken. Deswegen fahre ich überhaupt hier hin. Es wird auf jeden Fall wieder ein Panzer aus. Ne? Ich bringe hier eigentlich nur Panzer. Also ich sehe ein Panzer aus nach dem nächsten. Das war einfach eine glückliche Runde, wenn ich mich richtig erinnere. Mir ist, glaube ich, sehr viel einfach direkt in den Weg gefahren. Und ihr seht, ich spiele normalerweise im Farbenblindmodus, nur irgendwie im Replay zählt das nicht. Und ja, die Su-152 fährt direkt mal rein. Nett. Kann man direkt drauf schießen. Falls ihr es im letzten Video nicht mitbekommen habt, der Soundmod ist von mir gemacht. Die Soundbank, besser gesagt, die habe ich mir zurechtgelegt. Habe ihn nochmal blind geschossen, weil ich denke, er könnte immer noch stehen geblieben sein. Und dann habe ich nochmal geschossen, aber das ist schon wieder aufgegangen. Ich glaube, einmal habe ich blind getroffen sogar. Das heißt, der schon One-Shot. Natürlich nett, aber dort hinterm Hügel kann ich also nicht drauf zielen. Haben aber schon relativ viel Damage gemacht. Wir haben auch einen Blindschuss, dann haben wir dort oben den Römm. Natürlich auch sehr nett. Dem haben wir dummerweise nur die Kette gezogen oder irgendwie nur die Kette getroffen. Wir sind sehr weit hinten links hingeflogen. Ja, wie gesagt, ich spiele hier einfach Panzerjäger. Deswegen, hier habe ich noch gedacht, ich habe den Römm gekillt. Habe ich mir gedacht, huh, das ging ja schnell. Aber ich habe den Römm gar nicht gekillt. Das wird mir erst später klar, als der wieder aufgeht. Aber dadurch, dass der Tiger an genau der gleichen Stelle war, war ich irgendwie voll der Meinung, der Römm ist tot und es ist nur die Suche 52 und wir können drauf fahren. Ja, unsere Leute stehen ja sehr defensiv. Bin mir nicht ganz so sicher, warum. Ich glaube, der T29 wird einfach nicht vorfahren. Und jetzt ist der Römm nämlich wieder offen, weil ich aber so, oh, der ist gar nicht tot. Aber der steht komplett hinter dem Berg. Jetzt fahren wir hier ein Stück hoch. Wir haben direkt auf der Nordlinie sozusagen Schutz vor den Panzerjägern, die also sozusagen direkt nördlich von uns stehen würden, weil hier ein Hügel ist. Die können also nicht auf uns schießen. Und wir können sie logischerweise auch nicht sehen, deswegen ist es nicht mein Spot. Das sollten andere übernehmen. Und dann haben wir, der Römm ist aber nicht mehr sichtbar. Deswegen gehen wir jetzt mal ein Risiko ein, fahren hoch, um dem einen Schuss zu geben. Weil ich hatte hier auch noch einen Auftrag, Panzerjäger zu töten. Und hier sind wir jetzt das erste Mal offen. Leider wurde mir der Panzerjäger nicht gelassen. Der Progetto fährt zurück. Also Rom, der Rheinmetall, Borsig, Waffenträger, ist, ich weiß nicht genau, wie der heißt. Schreibt mal in die Kommentare, wie genau der heißt. Ist die nächste Bedrohung. Entsprechend wollte ich dann nicht... Hier war ich unsicher, ob ich hier wirklich oben offen rumfahren will. Weil das alles nicht so wahnsinnig schick ist und außerdem unsere Basis oder unsere östliche Flanke komplett gefallen ist. Da habe ich mir gedacht, 5-6, östliche Flanke gefallen, wir pushen mal lieber nicht weiter rein, wir fahren zurück. Um möglichst doch ein bisschen den, oder ich hatte da noch die Idee, den GW Panther zu schützen, aber der ist jetzt schon ausgegangen. Ja, aber trotzdem da hinstellen und snipen sollte ganz gut funktionieren. Ich habe eine entspiegelte Optik drauf und einen Ansetzer und wie ihr seht, ein Tarnnetz. Ich glaube, es hat mir in der Runde sehr, sehr viel geholfen, dass ich genau dieses Equipment fahre, weil ich dann hier ganz gut reinschießen kann, ohne aufgedeckt zu werden. Wobei das in dem Fall nicht, hier bleibe ich nicht lang genug stehen. Das ist der entscheidende, ist einfach, die IS-2 sieht halt nichts. Das ist einfach mal Fakt. Russen haben halt eine Sichtweite von unter 3. Genau, haben die 3. Ja, und jetzt stehen wir halt hier und so hoffen, dass sie uns in die Kanone fahren. Das ist alles, worauf wir jetzt gerade hoffen. Jagdpanther fährt vor, kriegt direkt einen rein, markiert, wo der Gegner ist. Sehr schön, geht nun leider nicht auf, entsprechend können wir hier rausfahren. Ungünstig. Okay, der IS ist down. Das heißt, hier unten gibt es wahrscheinlich noch einen T-44 und ein Objekt und einen Leopard. Das Objekt fährt vor, das ist sehr schön, da können wir dem welche geben. Dann soll es auch relativ bald raus sein eigentlich. Ich versuche es hier zu tracken, hat auch sehr gut funktioniert. Das heißt, den müssen wir töten. Objekt getötet.
Jetzt haben wir unten noch einen T-14 Leopard. Das ist nicht mehr so die große Bedrohung. Und ein GB-Tiger ist einzig, der nicht gescoutet wurde. Entsprechend sollte man hier vordrücken dürfen. Deswegen fahre ich jetzt auch ein bisschen mehr Richtung Stadt. Bin aber hier direkt offen. Das heißt, irgendwas hat mich aufgedeckt. Es könnte der Leopard gewesen sein. Oder der, was ist das eigentlich? Der T-69. Nee, ist eher der T-44. Der hat mir jetzt auch einen Schuss gegeben. Ich weiß nicht, ob das schlau ist von ihm. Versuche ich ein bisschen Hilfe anzufordern. Und fahre mir hier mit dem Deckung nicht, dass noch mehr auf mich schießen kann, außer der. Aber ich sehe hier so drüber lunzen. Und denke, ich könnte ihn eigentlich treffen. Aber er ist gerade schwer beschäftigt mit anderen Gegnern. Aber hier haben wir dann den Snapshot beim rückwärts raus und beim Sidescrapen gekriegt. Möglichst kleine Ziel bieten und sowas, ne? Hier ist natürlich der Leo noch dran. Den will ich nicht direkt facen. Das ist ein 9er, der tut richtig weh mit über 400 Schaden. Mein Kommandant ist tot, das realisiere ich gleich. Dann sehe ich auch wieder was. Während ich hier rumfahre. Vor allem kriege ich auch keinen sechsten Sinn, wenn mein Kommandant ausgenockt ist. Hier habe ich den wiederbelebt. Und dann fahren wir hier raus und decken den Leo auf. Der sogar in meine Richtung gezielt hat, aber den einen Schuss nehme ich dafür, dass er stirbt. Hat einen ordentlich guten Mitspieler. Hat ja drauf geschossen. Der KPZ-50T hat drauf geschossen. Und hier steht es 11-9, das ist also relativ entschieden. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich hier rechts rumfahren will oder nicht. Ich dachte mir eigentlich, weiß nicht, wenn hier irgendwas blöd steht, dann one-shotte mich das irgendwie, weil ich hatte ein bisschen Angst vor dem Rheinmetall-Borsig. In der großen Kanone könnte mich one-shotten. Oder halt Artis generell bin ich immer anfällig für. Aber der hat aus irgendeinem Grund neben mir gestanden und gechillt. Mit 183 HP ist das natürlich ein gefundenes Fressen für mich. Die Genauigkeit der Kanone habt ihr gerade gesehen, das ist unfassbar. Ja, und jetzt bin ich etwas überrascht, dass hier eine Arti steht, die zum Glück gerade geschossen hat. Also brauche ich mich nicht ganz so sehr vor ihr fürchten, wenn es eine 12, die gerade geschossen hat. Ich lade irgendwie 4-5 Mal nach, bis die einmal nachgeladen hat. Und jetzt habe ich 5 Kills. Wäre natürlich cool, wenn wir hier noch einen Krieger machen könnten. Deswegen suche ich den GB Tiger, weil der Progetto offensichtlich auf der anderen Seite ist. Und jetzt muss ich ein bisschen gucken. Ich habe natürlich keine Ahnung, wo der GB Tiger ist. Das ist so ein bisschen 50-50. Der könnte A0 stehen dort in die Richtung oder der könnte A1 stehen. Damit wir ihn auf jeden Fall kriegen, muss ich halt mal gucken, ob wir den auf A0 erwischen. Deswegen fahre ich jetzt hier nach 0. Aber 2800 Schaden und 1500 gespottet, schrecklich ermöglicht, ist schon krass. Da habe ich doch dann einen ordentlichen Impact gehabt, einfach nur dadurch, dass ich lange am Leben war und am Ende noch ein bisschen Spotting-Rolle übernehmen konnte, beziehungsweise mir einen Schuss fangen konnte und trotzdem die Gegner aufzuklären. Wie immer, ne, ihr seht ja die Kameraführung, wie ich sie ingame hatte, und ihr seht, wie ich hier frenetisch links und rechts move. Währenddessen ist der Progetto auf der anderen Seite der Map gestorben. Ja. 4 gegen 1 wäre natürlich schick, wenn ich hier noch den Krieger geschenkt kriegen würde. Kleiner Spoiler, kriege ich nicht. Das ist ein bisschen gemein, was hier gemacht wird, aber ich kriege ihn leider nicht geschenkt. Wir fahren jedenfalls A1, wahrscheinlich, dass ich jetzt dort stehen würde. Doch nicht. Steht vor mir, hier schieße ich. Der dreht sich wieder weg, deswegen dachte ich mir, könnte ich den Safe nehmen, aber er wird mir weggesappt vom Typ 62 leider. Schade, schade. Früher gab es diese Kollegialität mal, dass man jemandem sowas schenkt. Vor so einem großen Ehrending. Leider nicht mehr. Naja, war eine gute Runde. Panzerass. Ne? 3000 Damage gemacht, 1800 ermöglicht. Och na, das war sogar eine 9er Runde. Also, da habe ich mich gesehen. Dankeschön fürs Einschalten. Lasst ein Like da, followt mir, macht's Glöckchen an, schaut mal auf Twitch vorbei und bis bald.